Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zu Mad Games Tycoon hier bei Haubi Arts mit einem kleinen Zeitsprung. Ja, ein gutes Jahr ging es wieder in die Zukunft. Wir schreiben den Januar im Jahre 99, also im letzten Jahr vor Millennium. Und ja, wir sind bei fast einer Milliarde Cash. Ich habe ein bisschen rumgeeilt, habe jetzt mich nicht allzu sehr angestrengt. Aber ich glaube, bei der Kohle ist das auch nicht wirklich notwendig. Machen wir mal eine kurze Bestandsaufnahme vielleicht. Aktuell ist kein Spiel im Verkauf. Wir haben unsere Haube PlayStation noch im Verkauf. Das Ding hat sich schon über 20 Millionen Mal über den Ladendresen gequält. Wir haben in der letzten Woche 150.000 davon verkauft, haben mittlerweile 8,3% Marktanteil. Und wenn wir uns anschauen, was wir mit der Konsole schon verdient haben, dann sind wir bei 300 Millionen. So viel zum Thema, mit der ersten Konsole machst du kein Geld. Also kann ich definitiv nicht bestätigen, es dauert halt einfach ein bisschen länger. Und wenn man sich anschaut, wir haben das Ding 20 Millionen Mal verkauft, wir haben noch diese Komponenten drin, also auch schon ein etwas früheres Stadium, nicht die High-End-Komponenten am Schluss, und wir haben insgesamt 17 Spiele inzwischen auch schon für dieses Ding rausgebracht, inzwischen auch ein paar von der Konkurrenz. Und ja, das Ding scheint zu laufen, ne? Der Lavi 4.0 hat sich am öftesten verkauft. Interessant, ein Wirtschaftssimulationsspiel für die Konsole, ne, ist der Top 1. Das ist jetzt eher ungewöhnlich, aber ja gut, kann uns egal sein. Was ist bei unserem Entwicklerstudio passiert? Unser Lockstar Games, wir haben ja hier ein bisschen investiert, ne? Wir haben ja den 5. Stern spendiert, und ihr seht hier allein am Firmenwert, dass hier ja um knapp 60% der Firmenwert nach oben ging. Wie ist das gegangen? Das ist relativ simpel passiert. Man sieht hier auch schon eine schöne Umsatzbeteiligung. Die Kollegen haben ein Spiel hier rausgebracht, und zwar, hier seht ihr, genau. Die haben zwei Spiele rausgebracht, drei eigentlich. Galaxy Hulk New Colony 2 und Dino Tycoon 2. Das sind alles Remastered. Also offenbar bringen die nur Remastered auf den Markt. Ist ja wurscht. Die Bewertungen hier waren auch recht ansehnlich. Das mit dem Verkauf, ja, naja, also. Und man sieht ja auch, die machen einen eher bescheidenen Umsatz. Heißt jetzt für mich, die Kollegen publishen nicht selbst. Ne, die werden einen Publisher beauftragen, vermutlich. Denn wenn die da so ein Zeug über 1 Million Mal verkaufen, und jetzt rechnest du eine Gewinnspanne von, keine Ahnung, $20 von mir aus, dann kommst du ja nicht auf 3,5 Millionen Umsatz. Also zumindest ich nicht. Deswegen, ich gehe davon aus, dass die einen Publisher benutzen und da natürlich jede Menge Geld verschenken. Heißt, wir sollten das nächste Mal, wenn die Kollegen ein Spiel entwickeln und das Ganze einigermaßen adäquate Qualität hat, diesen Blödsinn selbst publishen, weil dann vermutlich deutlich mehr hängen bleibt bei uns. Man stellt auch fest, dieses Studio kostet uns ja ein kleines Geld monatlich. Ich glaube 500.000 oder sowas stand, hat man gerade gesehen, ne? Man konnte das ja sich anzeigen lassen, was kostet uns der Spaß. Oh ne, wir sind sogar bei 850.000 inzwischen, was uns der Spaß kostet monatlich. Das zahlen wir aus unserer Portokasse. Das ist das hier, genau, unter Sonstiges wird das ja verbucht. Finde ich ein bisschen unglücklich, zumal hier oben sieht man auch, was verdient man mit der Tochterfirma. Dann finde ich, sollte hier unten auch stehen, was kostet uns diese Tochterfirma monatlich. Ja, aber gut, das ist auch früher schon gewesen, in unserer ersten Staffel, damals noch im Early Access. Und ich denke nicht, dass sich hier noch großartig was ändert. Wie auch immer, wir machen nach wie vor ein gutes Geld. Wir machen hier 6 Millionen plus im Monat bis jetzt. Und natürlich, der absolute Gewinner ist unsere Konsole. Ne? Schaut mal hier, ich habe keine Ausgaben bei, oder Ausgaben habe ich schon, aber keine Einnahmen bei unseren Spielen und bei unseren Engines und Auftragsarbeit. Ich idle, wie gesagt, nur rum, ich mache gar nichts. Ich lebe hier eigentlich von unserer Konsole derzeit, und das Ganze sehr gemütlich und gechillt und habe kein Ärger und keine Arbeit. Hier habe ich jetzt gerade vorhin noch, also bevor ich auf den Knopf gedrückt habe, mal wieder eine Auftragsarbeit angefangen, dass zumindest ein bisschen Geld reinkommt. Und was habe ich hier gemacht? Ich habe, glaube ich, mal so ein bisschen Ausbildung gespielt. Genau, schau an. Ne, ich habe unsere Programmierer mal ein bisschen weiter mal wieder auf die
auf die Schule geschickt, genau. Nennen wir es so, nennen wir das Kind beim Namen. Ich habe hier ferner noch ein paar Kollegen, wo ich auch so ein bisschen universal mache. Zum Beispiel hier den freien Freigeist, ne? Der wird dann so ein komplett Allrounder werden. Ah, der kostet halt auch 17.000 im Monat, ne? Level 10 ist wohl das Maximum, was geht, wenn ich das richtig sehe. Level 10 müsste das Maximum sein. Aber der kostet halt auch ein kleines Geld. Aber na gut, ich meine bei, ne, 950 Millionen. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht mehr unterhalten, was ein kleines Geld kostet und was nicht. Was würde denn momentan rein Interesse halber eine neue Konsole kosten? Mal so eine Handheld-Konsole, die kostet 234 Millionen. Ist natürlich auch schon neuere Technik am Start, ne? Und was würde eine stationäre kosten? Oder müsste die alte vom Markt nehmen? Das will ich jetzt nicht. Muss ja nicht sein, ne? Wir verdienen ja immer noch gut Geld mit unserer PlayStation. Da wäre ich ja schön blöd, wenn ich jetzt hier mal irgendwas rauskloppen würde. Ja, ich würde aber sagen, wir könnten... Ja, ich warte eigentlich nur drauf, dass das Internet kommt, ne? Ich meine, das wird auch irgendwie im Jahr 2000 oder so kommt es. Aber wir könnten zumindest noch irgendwie ein kleines Spielchen machen. Ja, komm. Automatisierung beenden, dann dübeln wir das Ding ja noch schnell durch diesen Auftrag und dann machen wir vielleicht nochmal ein kleines Spielchen. Und zwar, was haben wir denn noch nicht entwickelt? Schauen wir doch mal. Was haben wir denn noch nicht entwickelt? Einen interaktiven Film. Ja klar, warum nicht? Da bin ich komplett blank, da weiß ich gar nicht, was ich auswählen soll. Wie so oft. Ein interaktiver Film. Ich würde sagen, wir machen einen Roleplay-Film. Wobei, das ist irgendwie komisch. Ein Roleplay-Film. Wir machen einen Sportfilm. Ja, genau. Wir machen einen Film zum Thema Sport. Und zwar für Erwachsene, ist ja klar. Und welches Thema nehmen wir? Rennsport. Ja, genau. Rennsport. Das ist doch perfekt, oder? Dann nennen wir das Ganze Motorensportmanager. Nein, Manager ist wieder Wirtschaftssimulation. Motorensport. Rennsport interaktiver Film. Was fällt mir da ein? Ja, man könnte jetzt natürlich diese Formel 1 Verfilmung nehmen, ne? Thema Niki Lauda und James Hunt. Oder man könnte Driven nehmen mit Sylvester Stallone, ne, und so, aber wir machen nicht Driven, sondern wir machen Drunken. Genau, Drunken klingt doch gut. Drunken auf der Rennstrecke sollte man natürlich nicht tun, ist klar. Wir machen das Ganze auch Double A, logisch. Wir hauen hier ordentlich einen raus. Mit der Sporthaube, klar. Kann ich hier noch Alkohol auswählen oder sowas? Geht nicht, gell? Oder Schnaps, Wein, Weib und Gesang. Nee, geht nicht. Erotik, ja genau, hervorragend. Also Erotik im Rennsport, das erinnert jetzt dann schon eher an Fast and Furious. Mit unserer Sportshaube, genau. Ja, die Lizenzen haben wir auch noch nicht, gell? Was können wir da noch kaufen, Lizenz? Good Dad, na, ich weiß nicht. Dr. What, genau. 50 Shades of Green. Das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf 50 Shades of Grey. Das ist ja in Bezug auf Erotik eigentlich sehr gut. Dann würde ich sagen, dann holen wir uns das. Zack, gell, holen wir auch noch die... Nein, natürlich nicht. Wir nehmen hier Drunken. Wir ersetzen nicht den Namen des Spiels. Nee, das machen wir hier. So, zack, für unseren Personal Computer, klar. Und für die Haube PlayStation. Selbstverständlich. Und für den Apple Mac. Und den vierten Slot lassen wir offen. Ist ja wurscht. So, Kopierschutz auf jeden Fall. Da brauchen wir den ganz neuen, den Secure Disk V4.0. Den brauchen wir definitiv. So, bei unserem Rennspielchen, okay, jetzt denken wir mal nicht mit der Hose Richtung Optik, sondern denken wir mal logisch. Wir haben einen interaktiven Film. Da ist, denke ich, die Story ein bisschen wichtiger als die Spiellänge. Die Atmosphäre ebenfalls, die Spieltiefe beim Film, also ich glaube nicht. Das ist dann eher so in die Richtung Einsteiger Casual. Interaktiver Film, Gameplay, ja, da muss, also ich denke eher ein bisschen in Richtung Optik. Zwar natürlich alle Sprachen, ne? Da würde ich sagen, da ist die Technik ist da eher wichtig.
Grafik und Sound lassen wir mal so, okay. Natürlich alles rein, ne? 20 von 20 Features, das kam in der Zwischenzeit natürlich auch ein bisschen was dazu. Hier zum Beispiel 16-Bit-Grafik oder es kam auch der Support für VR-Helme. Das kam, ich meine, im Jahre 98 sogar dazu, wo ich mich schon sehr gewundert habe. 98 und VR-Helme, aber naja, warum nicht? Ne? Warum nicht? So, da drücken wir drauf. Und dann lassen wir hier gleich mal die Grafik verbessern, bam. Und dann lassen wir gleich mal die Mucke verbessern, bam. Und dann lassen wir hier gleich mal das Gameplay verbessern, bam. So, und du tust wieder hier koordinieren, zack. Und der Paul tut wieder die Bugs entfernen als alter Einzelkämpfer. Und wo ist unser Drache? Ich brauche meinen Drache. Jetzt kommt die Internetforschung, sackelt sie mit dem Himmel. Das darf nicht wahr sein. Jetzt kommt die Internetforschung. Oh, na gut. Was soll's? Okay, achso, ich muss ja meinen Mocap noch einstellen. Zack, zack, bam. Wo ist mein Drache? Ich brauche meinen Drachen. Da ist mein Drache. So. Geh her, pass auf. Marketingkampagne jetzt für unser Drunken. Und zwar TV-Werbung für unseren interaktiven Film. Natürlich. Natürlichement. So, dann hoffen wir, dass die Burschen jetzt bald fertig sind. Ne, mit der Schulung, weil die müssen da unbedingt unterstützen. Wir müssen ja fertig werden, Leute. Wir müssen ja dann auch unser erstes MMO rausbringen, natürlich. Aber sowas von. Wir brauchen die Kohle. Naja, eigentlich nicht. Wir brauchen die Kohle eigentlich nicht. Nee. So, Leute, gebt Stoff. Wir können mehr Spiele erforschen, MMOs, Free-to-Plays und Wunder was alles. Jawohl, endlich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da fällt mir ein, wir könnten eigentlich auch dual entwickeln. Gell, das könnten wir machen. Wir schnappen unsere Jungs hier. Zack, ihr geht da rein. Ihr habt erforscht. Dann werdet ihr jetzt zweckentfremdet. Oh, ich bin ein böser. Ein böser Zweckentfremder, ich weiß. Ihr tut die Engine bitte upgraden. Und zwar, was wird unser erstes MMO? Ist jetzt die Frage. Wir machen ein Strategie-MMO. Genau, das ist bestimmt komisch, aber ist egal. Strategie-MMO wollen wir haben. So, macht doch mal ihr die Engine bitte. Ihr tut in der Zwischenzeit hier unterstützen. So, wir drücken auf die Tube. Dass hier was vorwärts geht. Naja, der tut sich einen weg hier, ne? Mit seiner Werbung. Müsste ja auch bald wieder Messe sein. Okay, die Engine ist durch. Sehr schön. Dann hört ihr auf zu unterstützen. Zack. Und ihr macht ein neues Spiel. Und zwar ein MMO kostet 15 Millionen. Bäm. Oh Gott. Tja. Das tut weh. Okay, Strategie ist, glaube ich, Senioren. Oh, Strategie, da ist Strategie, zack. Und wir machen Eroberung natürlich mit unserer Stratego-Haube. Jawohl. Und wir nennen das Bayern. Oder nein, wir nennen es nicht Bayern. Universales, wir nennen es Franzmann. Und Universalis, genau, Franz von Universalis. Als kleine Anspielung auf meinen Kollege Ausgebrannt. Ausgebrannt Industries, ne? Ein Kanal bei mir verlinkt in meinen Kanalempfehlungen auf der Kanalhauptseite. Kollege Ausgebrannt hat ja jetzt gerade eine neue Staffel EU4 angefangen. Auch mit dem neuesten DLC, den es gegeben hat, Third Rome. Und er spielt die guten Franzmänner, ne? Die frisch geföhnten Franzosen. Und ja, dübelt da die Engländer weg. Das blutet mir natürlich irgendwie unter den Nägeln. Aber ja gut, mein jeder Spielstand ist wieder anders. Ne? Ich spiele selber gerade mit Großbritannien. Und naja, habe da zwar auch gerade ein bisschen Probleme hinter mir. Ist aber, denke ich, unwichtig. Also als kleine Werbemaßnahme für den Kollege Ausgebrannt, ne? Auf seinem Kanal aktuell EO4 Neustart mit den Franzosen. So. Ja, 20 Features, genau, da muss er reichen. MMO haben wir ausgewählt. Eroberungsstrategie, Stratege, Haube, zack. Klick für natürlich die Haube PlayStation, logisch. Für unseren Personal Computer und für den Apple Mac. Und den vierten Slot lassen wir offen.
mit unserem neuesten Kopierschutz. Wir holen uns von Bayern Universalis die Einstellungen. Story und Atmosphäre geht in die Richtung, Spiele der Funktion. Schauen wir mal, Bayern Universalis. Da gab es doch noch Fanbriefe. Mehr Funktion, höhere Spiellänge. Okay, passt. Dann sollten wir jetzt die idealen Einstellungen gefunden haben. Alle Sprachen natürlich. Internet ist international, ne? Und ich glaube, beim Internet brauchen wir sicher keine Splitscreen. Mehr Spieler, wenn wir da ein MMO machen, das ist ja höchst albern. Und den Rest lassen wir alles drin. Wir drücken drauf, zack. Monatliches Abo. Was verlangen wir? $5 ist, glaube ich, ein guter Preis. So, wir haben ja hier oben noch ein bisschen Unterstützung. Grafik verbessern für Franzmann Universalis, alles drin. Und bei den Musikanten Franzmann Universalis, da haben wir ebenfalls mal so die ersten 4 oder machen wir die ersten 5 rein. Ach komm, was soll's, wir hauen alle rein. Ist doch wurscht. So, und hier oben haben wir eine Qualitätssicherung gebaut. Dann darfst du auch hier gleich mal ein bisschen was reinkloppen. Und da würde ich sagen, dann nehmen wir unseren Freigeist. Du darfst da oben mal mithelfen. Und wer bist du? Du bist auch ein Freigeist, gell? Jawohl, sofort oben rein. Ich glaube, hier hatte ich auch noch irgendwo einen Freigeist sitzen. Hier, genau. Auch 100. Zack, du darfst auch mithelfen. Viel Spaß. Da geht was, Leute. Da geht was. Aber hier auch noch einen Freigeist drin setzen? Nicht, gell? Nee. Da sitzt die alte Truppe. Auch hier, Kollege ausgebrannt. Oh, sehr schön. Wie passend gerade, ne? Wenn hier der Franzmann Universalis am Start ist. So, was macht ihr? Ihr tut mal die anderen Engines vielleicht noch so auf Vordermann bringen, ne? Dass die auch das neueste Feature am Start haben. Wieso auch nicht? Mein Gott, wenn man das je weiter mal rauszoomt, desto mehr überlappt sich das Ganze hier, ne? Ist krass, wie groß dieses Büro inzwischen ist. Schon heftig. Das ist schon heftig. Machen wir eigentlich immer noch Plus? Sehe ich das richtig? Muss ich mal gucken hier unter den Finanzen. Ne, jetzt haben wir natürlich Minus gemacht, ne? Ist klar. Ja, wir haben ja auch 18,7 Millionen für die Entwicklung rausgekloppt. Klar, ich meine, also ohne das würden wir trotzdem noch Plus machen. Das ist ja hässlich. Das ist ja hässlich. Was verlangen wir denn inzwischen für die Konsole? Nur mal so Interesse halber. Ach ja, 329, das ist doch okay. Wobei, es ist schon noch ein flotter Preis, gell? Weil die ist ja jetzt auch ein bisschen schon in die Jahre gekommen, diese Konsole. Man sieht es hier unten, also, ne, an diesem Sternchen. Interesse, dass die Spieler für diese Konsole aufbringen, naja, es geht halt ein bisschen bergab. Ist klar, das Ding ist schon ein wenig älter jetzt, aber ja, es läuft immer noch gut. Hat immer noch 8,5% Marktanteil und es gehen 100.000 in der Woche über den Tresen. Also so schlecht kann das Ding nicht sein. Unsere Gelddruckkonsole. Naja, also ich stelle fest, Konsolen eignen sich hervorragend zum Geldverdienen, aber es muss halt was gehen. Du brauchst entsprechend Frequenz da drauf, sprich du brauchst entsprechend Spiele, die sich gut verkaufen. Das ist, denke ich, wichtig, dass sich auch die Stückzahl, also die Stückzahl der Spiele, die verkauft werden, ist wichtig. Und das Ding rennt. Und die Kiste läuft. Und das ist was, was über Jahre hinweg rennt, wie man jetzt feststellt. Na, wirklich über Jahre hinweg. So, ich habe gesehen, dass es einen neuen Speicherriegel gegeben hat. Können wir, denke ich, auch gleich mal einstellen. 64 Megabyte, wow. Geil. Ich kann mich erinnern, bei meinem ersten Computer, den ich selber gekauft habe, das war so ein Hundsalter 386 mit 16 Megahertz. Der hatte den Arbeitsspeicher von 1 Megabyte. Und hat mich damals das Upgrade von 1 auf 2 Megabyte, hat mich, ich glaube, 120 Mark gekostet. Ich meine, das war 120 Mark, was ich damals gezahlt habe. Das war ein Schweinegeld für mich damals, ne? Ich war noch Schüler gewesen und gut gespart darauf. Mein Gott, was hat man da Geld versenkt? Unglaublich. Ja, Werner, ne? Dir wird es genauso gehen. Du bist ja auch, wobei, wenn ich das so sagen darf, du bist ja noch
ich glaube, so zwei Dekaden älter als ich. Du wirst da wahrscheinlich noch ganz andere Erinnerungen haben. Ich weiß nicht, hast du noch mit der Lochkarte rumgespielt? Schreib's doch mal in die Kommentare. Also Lochkarte ist an mir definitiv vorbeigegangen. Meine ersten Begegnungen waren dann so die Datasette am C64. Mein Gott, wie sich das alles verändert hat, ne? Die Digital Natives heutzutage, die hämmern auf ihrem Smartphone rum in einer Geschwindigkeit, oder wo das schwindlig wird. Die Jugend von heute, die ist so fit und so frisch unterwegs und am Start, und da kommt man sich dann irgendwie alt vor, wenn man das so sieht, ne? Und vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren, da ist es einem selber so gegangen, da hat man so auf dem damaligen Stand der Technik halt rumgeklimpert und hat überhaupt kein Verständnis dafür gehabt, wenn ältere Leute einen angeschaut haben und gesagt haben, wie gehst du ab? Ja, inzwischen weiß ich, wie sich das anfühlt. Naja. Der Nostalgie-Haubi heute. Ja, genau. Ich weiß. Ich höre schon auf. Ja, alles gut. Keine Nostalgie mehr. Keine Nostalgie mehr. So, Leute, gibt's Stoff. Komm, auf geht's. Da muss was gehen. Achso, wir brauchen noch einen Serverraum. So, by the way, gell? Das wäre, glaube ich, nicht schlecht. Wo haben wir denn den Serverraum? Da haben wir den Serverraum. Da, den bauen wir dahin. So, da reicht erstmal so ein kleiner. Zack. Okay, Serverraum. Dann packen wir rein. Ja, ein großes Server-Rack, würde ich sagen. Da passen 1 Million Spieler drauf. Ja, kann man schon mal hinklatschen. Zack. 1 Million. Mehr wird es wahrscheinlich eh nicht am Anfang. Da kann ich dann auch MMO in Free-to-Play umwandeln. Ah ja. Was ist Free-to-Play-Geschäftsmodell? Das ist alles neu hier, ne? Das kennen wir nicht. Wir kennen nur Abonnementen, genau. Abonnenten. Also sprich Abonnements und Server ausschalten. Das hier, das kennen wir noch nicht. Das gab es damals in der Early Access Version nicht. Okay, die Engines haben wir alle durch. Ja, dann dürft ihr jetzt Speicherriegel erforschen, meine lieben Freunde. Zack, ab geht's, Speicherriegel erforschen. Ja, und ich melde mich dann in der nächsten Folge wieder, denn wenn ich auf die Uhr schaue, sind wir gerade am Ende angelangt. Das passt. Soweit, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wahrscheinlich kurz vor Fertigstellung der Chose. Und dann bin ich gespannt, wie unser MMO läuft. Oder auch nicht. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein bei Mad Games Tycoon und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.